Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich etwas Ordnung in euer Leben schaffen und habe etwas ganz Feines für die Apple Watch User mitgebracht. Denn heute geht es darum, eure Armbänder zu sortieren und vernünftig aufzubewahren. Und wie das geht, zeige ich euch mit diesem wunderschönen kleinen Schätzchen hier. Was ich hier in meiner Hand halte, ist der Premium Organizer, eine schöne und robuste Tasche, die dazu dienlich ist, um etwas Ordnung in eure Armbänder zu bringen. Wir alle kennen das, die Apple Watch ist nicht nur eine richtig coole Uhr mit technischen Funktionen, sondern auch natürlich ein modisches Accessoire. Das heißt, der ein oder andere kennt das, wer im Prinzip mehrere Armbänder hat, kann sich entsprechend modisch neu einkleiden und schönen Annoncen setzen. Wie man schön sehen kann, der Premium Organizer besteht aus schönem Kunstleder, schlicht gehalten schwarz, finde ich sehr prima, macht einen schönen ersten Eindruck. Und was uns jetzt erstmal interessieren wird, ist der Inhalt. Wie man wunderbar erkennt, hat man hier 6 Slots frei, jeweils für die Apple Watch Armbänder, die immer prima, wunderbar hier eingefügt werden können. Und ja, man sieht direkt, Ordnung ist das A und O und man hat eine wunderbare Übersicht. Was ich auch ebenfalls sehr schön finde, ist, dass die Slots wirklich genügend Platz haben. Das heißt, es muss nicht nur bei diesen 6 Armbändern bleiben. Man könnte auch theoretisch sagen, dass man die aneinander reiht, sodass pro Slot 2 Armbänder zur Verfügung stehen. Da hat man extra mehr Platz gelassen. Finde ich sehr schön. Was diesen Premium Organizer auszeichnet, ist nicht nur seine optische Ansehnlichkeit, schlicht gesagt einfach das Kunstleder in schwarzer Optik, sondern auch wirklich seine Widerstandsfähigkeit. Ich bin tatsächlich sehr erstaunt auch vom Tragekomfort her, wie widerstandsfähig und fest das ganze Konstrukt ist. Und entsprechend müsst ihr euch da gar keine Gedanken machen, wenn ihr eure Armbänder da reinigt. Die sind definitiv sicher, so wie alles andere auch, bezüglich zum Beispiel der Apple Watch. Ja, wie man hier eben sehen kann, geht es auch nicht nur ans Eingemachte bezüglich der Armbänder, sondern man hat sich auch gedacht, ey, wir möchten in diesem Case nicht nur Armbänder sicherstellen, sondern hier werden auch gleich 2 weitere kleine Taschen zur Verfügung gestellt, indem man ein Netzteil für die Apple Watch und selbstverständlich das Ladekabel der Apple Watch aufbewahren kann. Finde ich sehr gut, da hat man im Prinzip alles Wichtige dabei. Vom Innenleben her aus sieht man schon alles widerstandsfähig und konstruktvoll hergestellt, finde ich, ist eine prima Sache. Und wenn man sich hier die ganze Geschichte von innen nochmal genauer anguckt und abtastet, hier ist feines Vlies. Das heißt, hier gibt es auch keine Möglichkeit, dass irgendwelche Armbänder beschädigt werden könnten. Der ein oder andere kennt das vielleicht, wenn man das Edelstahl-Gliederarmband hat. Ich habe jetzt eines in Holzoptik, aber wie man dann eben sieht, ist das ganze Repertoire sehr gut verwahrt. Das ein oder andere aufmerksame Auge hat natürlich auch schon viel mehr gesehen als nur den Inhalt der Tasche. Dabei ist im Prinzip auch hier die Trageschlaufe, was die ganze Geschichte sehr bequem zum Transportieren macht. Und was ich auch noch mal hier erwähnen möchte, ist dieser doppelte Reißverschluss. Sicher verwahrt und einfach geschlossen, aber natürlich auch, was auch wichtig ist, ganz simpel und einfach bequem geöffnet. So hat man dann eben die Möglichkeit, jederzeit die Apple Watch Armbänder zu präsentieren oder ganz schnell dran zu kommen, wenn es zum Designwechsel geht. Ja, das war mein kleines Preview zu dem Premium Organizer. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich aber umso mehr freuen, wenn ihr mir ein Abonnement hinterlässt. Ja, was bleibt denn jetzt noch zu sagen, außer dass ich euch alles Gute wünsche? Und würde mich beim nächsten Mal wieder freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis dahin, bye, euer Anthony.